Ja, da schreibe ich. Wie mein Name ist, so schreibe ich. Faszinierend, auf wie viele Orten man Schreibmüller falsch schreiben kann. Sehr beliebt ist Schreimüller. Mit ein oder sogar zwei Y. Schreimüller. Auf einem Plakat war ich einmal der Christian Schraubmüller. Und einmal fragt mich ein Kieferer, Name? Ich sag Schreibmüller. Schreibt er Müller? Mir war nicht gesagt, jetzt schreib halt Müller, da find's mich nie. Aber natürlich hat der Bulle nicht ganz unrecht. Schreib Müller, das ist ja auch ein Befehl. Sonst schreibt er vielleicht gar nicht. Die Orientalen neigen ein bisschen zu Schreibmüller. Und bei den Ittaker bin ich alle weiter Signore Cristiano Schreibmüller. Das BM und schon gar das Ü, das geht einer nicht ein. Für viele bin ich auch der Schreiberhuber oder der Schreibmeier. Den Ohr von der Volksoper. Und dann duzen sie mich gleich sehr was gehört und ich bin ein ganz anderer. Da ist mir lieber, sie merken, sie schreibe, da ist nichts verhakt. Eine Bekannte von mir, die Redelsteiner, hat gesagt, sie nennt sie jetzt nur noch Redelstein. So ein bisschen auf adelig wie ein redlicher Edelstein. Wieso machst du das nicht auch, hat es gesagt und hat auf einmal nur noch nach der Schrift geredet. Wieso lässt du nicht auch am Schluss das ER weg? Du bist narisch, hab ich gesagt. Mit Schreibmüll bist du als Dichter der Schoß. Aber auch andere Namen mit Müller haben schon auch. Möchte nicht wissen, was sich der Danksagmüller mitmacht. Oder der Blutarmüller. Der Durstmüller hat wenigstens eine gute Ausrede, wenn er sich aussauft. Was mir echt ein bisschen unheimlich ist, ich habe alle nur mit zwei Zahlen zu tun, mit 1 und mit 3, wie ein Computer. Mein Vater stirbt am 13. September um 5:45 auf die Nacht. Einen Monat später, am Freitag, den 13. Oktober um 5:45 auf die Nacht, kommt meine Tochter auf die Welt. Würde ich heute Zahlen bei einer Literaturzeitung mitarbeiten, habe ich nur gefragt, wie die Gassen heißt und bin automatisch auf Nummer 31 gegangen. Und in meiner Gassen hätte ich eine super Wohnung gekriegt, auf Nummer 31 natürlich. Und ich bereue immer noch, dass ich mich eigensinnig schräg gegenüber auf Nummer 34 eingenistet habe. Ich selber bin geboren am 6.6. und das kannst du ja sogar zerlegen auf 4-3er. Die einzige Frau, für die mich echt umgebracht hätte, hat gewohnt auf Nummer 13, Tür 13. Und wie es mit ihr aus war, habe ich am gleichen Tag eine kennengelernt, wohlgemerkt in der Troststraße 13, Tür 13. Troststraße. Ist auch nicht gut gegangen. Nur meine Alte war geboren am 26. August. Erst wie wir uns, natürlich noch 31 Jahre, haben scheiden lassen, ist mir aufgefallen, dass der 26. genau zweimal 13 ist. Und die Literaturzeitung, da, die ist später umgezogen von Nummer 31 auf 39 und dort hat sie sich dann angespielt, da haben wir fast umgebracht gegenseitig natürlich. Eh klar, weil Nummer 39 ist überhaupt 3x 13. Und was ist heute? Leckwasch ist eh schon wieder der 8. Naja, 2x 3 und 2x 1. Geh gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedl, sagen sie alle, weil jetzt hat aber schon mein erster Musiklehrer nicht Johann Sebastian Bach geheißen, sondern Johann Sebastian Bachl. Seine Eltern waren auch Musikanten. Der erste, mit dem ich literarisch zusammengearbeitet habe, war natürlich nicht der Günter Grass, sondern der Gerald Grassl. Ja? Und der erste, der auf Texte von mir angefahren ist, hat nicht geheißen Thomas Mann, sondern Thomas Mannl. Und da soll es dann nicht, da soll es dann zum Schmied und nicht zum Schmiedl gehen. Das Beste ist, der erste, für den ich einen Film im Fernsehen draht habe, hat tatsächlich gerade aus Kassen Dr. Roland Schmiedl. Und dann gibt es noch so Namen, der erste Frauenarzt von meiner Gattin war der Dr. Futschig, der zweite der Dr. Spritzendorfer und der dritte der Dr. Sarg. Bei dem wird es wahrscheinlich bleiben. Und der einzige Chirurg, zu dem ich habe müssen, heißt Dr. Hackstock, Unfallkrankenhaus Linz. Auf einer Party stelle ich mir einmal bei einem vor, schreibt Müller, angenehm, sagt er, peinlich. Fast hätte ich auch meine gerissen, aber das hätte er sich nicht verdient, der Gustl, peinlich. Dann hat er sich korrigieren wollen und sagt, peinlich, angenehm. Das ist auch nicht wirklich verbessert. Sie haben sich mir noch gar nicht vorgestellt, sagt einer zum Schauspieler Sven Habich. Und er sagt,
Habe ich. Nee, haben Sie nicht, sagt der andere. Habe ich, sagt der, habe ich. Und so ist dann weitergegangen. Und bei unserem lieben Robert Anders ist auch nicht viel anders. Ja, Tag, wie heißen Sie? Anders, sagt er dann ganz unschuldig, der Robert. Naja, ich war wirklich ernst, ich war noch mal nicht gehabt. Ich bin ein Müllführer, da ist das relativ einfach. Das heißt, bei uns, da sind ja noch die Hochkatzel, die sich gute Nacht sagen und so, ja. Und man muss sich die Situation vorstellen, also irgendwie so, die Leute heimgekommen, um 5 in der Früh gescheit angesoffen und hat sich gerade niedergelegt. Und dann gibt es ein ganz Problem. Das Ganze heißt dann Wickel mit Wickel. Erste Streuen fallen auf die Schattenseiten. Meine Bauer kam an Ruhe. Nacht sucht den Westen weiten. Geht schon wieder zu. Kriegt der Gegel will euren Wickel. Der Alex davon. Jetzt haben wir sein Wickel. Drum von Momentron dirigiert unter da. Ein Formkastel mit Glierroten kam. Wer sich so auftackelt, den kann man nicht trauen. Orfenhaufen. Im Laufen mag ich mich leicht raffen, Trott. Aber der Kickel lässt mich links lehnen. Meine Trande bin ich da. Kikriki! Pappenvogel ertrappen. Tramst du Öfen fliegen? Bleib auf der Erde, es ist sie gehört, aber sei stark, das kann stört. Mit einer melodischen Freude, die mir die Wut in die Kerzen greift. Nein. Da, oje, ein dummer Mau. Ich schreibe so, um das Kämmer sollt, weil es so schön auf meine Federn streut. Geh auf! Das Kral ist ja warm! Ich opfer einen Schlapfer. Ein Hupfer, wenn ich verrennt, den Schlapfer noch versenkt. Steh da. Das Gericht klappert, Tram happert, bloß happert und der Scheißkickel groß pappert. Mama, ich will. Verzulftere rupft dich. Trage ich home, ich klage dich an, dann frisst dich, dann brate ich dich, frisst dich und deine Bohnen spucke am Misthaufen zurück. Wenn noch einmal was gerät, ich sag, das sei stark. Zwei Achsen. Missgeburt. Evolutionäre Kraxen. Sei so stolz. Was ich hab, ist was nicht aushalt. Ich kann nichts dafür, dass der Adam der Eva röpfen wollt. Blöder Gott, ich hab den ganzen Wagen geschissen. Natürlich, er klärt mir die Bühne. Lass mal schreiben, mal bleib, ins Fenster die Zeit schreiben. Na ja, man kann gar nicht mehr schreiben, was er. Kikiriki, siehst du das? Dann ist es soweit. Die Vorbringung der Unterwelt. Wenn du nicht damit wird frei. Kikiriki. Dankeschön. Bis zum Himalaya möchte ich mit dir gehen. Wo. Na, erstens ist mir das zweite und zweitens mit dir schon gar nicht. Grüß euch. Ich möchte nur kurz was sagen und zwar zwecker diesen Woodstock. Dauernd heißt es. Überhaupt von den Stadtleuten. Woodstock, wie super das war. Dabei war von denen eh keiner dabei. Eine uralte Geschichte ist das. 69 glaube ich, dass das war. Und du rennst noch immer davon. Ich sag euch was. Bei uns im Dorf haben wir das jedes Jahr. Wir brauchen keine Hauptfahrtsband.
wir kommen da mit einer oder zwei Bänden aus, weil die spielen das alles nach, quer durchs Gemüsebett. Da hörst du einen Roger Whittaker genauso wie einen Hu. Ja, das ist ein Talking About My Generation Baby. Ne? Die spielt der Fredi mit seiner Genghis Khan Combo. Und wenn die ausfallen, holen wir uns einen Jose mit den Chicago Cowboys. Und namensmäßig stehen wir auch nicht hinten noch. Weil unser Dorf praktisch genauso heißt, nämlich Holzhausen. Woodstock oder Holzhausen ist hier die Frage. Außerdem spielt es bei uns auch deutsche Schlager. Die verstehst du wenigstens gleich. Super Radl wie ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Von der Tode her. Oder das von Bill Ramsey mit der Mimi. Ja. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ohne Krimi tut es die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ja, das ist so etwas, ja. Na gut, ich muss jetzt heimschauen, ob Mutti noch mit der Heli dann telefoniert. Die riecht immer hübsch die Fahne dann aus. Hallo Heidi, du, die Fahne dann hat mich angerufen. Die ist jetzt so stolz auf ihre Sabine, weil sie promoviert hat. Ja, eine Akademikerin ist jetzt. Dieses Akademiker-Gesindel, ich sag dir was. Solche Großkopfern, was sie die einbilden. Du kriegst einen Titel, einen Doktor oder einen Magister oder einen Diplin. Was? Ah, das weiß ich nicht, aber gelesen habe ich das einmal. Diplin heißt das. Das ist wie ein Virus, so ein Titel. Den kriegst du nie wieder los. Und neuerdings gibt es diesen Bachelor. Bachelor, ja, das kommt sicher von den USA. Genauso wie der McDonald's. Alles kommt da rum. Aber unter uns hätte ich hätte ja fast selber studiert einmal. Ja, wirklich. Aber dann ist mir eine Krankheit dazwischen gekommen. Da sieht man mal wieder, für was Krankheiten gut sind. Proletaris generitis hat der Arzt das genannt. Das geht vom Immunsystem aus und bewirkt eine Denkblockade. Mit sowas kann man natürlich nicht studieren. Proletaris kommt von der Arbeiterschaft. Und Generitis ist eine entzündete Generation. Das heißt, wenn man quasi nicht in seiner Generationslinie bleiben will, also umsteigen will, wie ich von der Arbeiterschaft aufs Akademiegleis, dann kann sowas entstehen. Ja, man muss praktisch das weiterführen, was deine Vorfahren gemacht haben. In meinem Fall also in der Fabrik arbeiten und nicht studieren. Naja, du, mach mal jetzt Schluss. Und lass mich nicht vergessen, dass ich Glückwunschkarten für die Sabine besorge. Ja, gratulieren muss man schon, das gehört sich so. Wir sind ja schließlich verwandt. Und außerdem kann ich jetzt sagen, dass meine Nichte eine Akademikerin ist. Na? No?